Die UEFA Champions League Hymne ertönt wieder mal in der Veltins Arena. Warum? Obwohl wir Platz 5 erreicht haben, ich weiß nicht. Blöder Zufall, ein Bug oder liegt es an der 5-Jahres-Hymne, dass Deutschland auf Platz 2 ist? Ist plötzlich der 5. Platz zur Champions League qualifiziert? Ich weiß es nicht. Fakt ist, wir stehen in den Playoffs zur Champions League. Und wenn wir das hier gewinnen, sind wir drin in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Heute gegen den slowakischen Vertreter Žilina. Ich habe von dem Verein, glaube ich, noch nicht wirklich was gehört. Ich kenne nur MSK Žilina. Die hat Stuttgart, glaube ich, mal gespielt. Aber ansonsten wüsste ich jetzt eigentlich nicht, was. Habe ich von dem Verein noch nie wirklich was gehört. MSK Žilina. Vor allem, hier wird auch kein Spieler uns bekannt vorkommen. Aber wie gesagt, Versprechen ist ja Versprechen eigentlich, ne? Jedes Spiel Champions League, Europa League Pokal live und in voller Länge. Wir bieten heute im ersten Spiel, im ersten Pflichtspiel der Saison, unsere beste Elf auf dem Platz. Mit Hunterdamm von Wolfswinkel vorne, mit Arthur Moraes, unser neuen Torhüter, hinten drin im Kasten. Hövedes und Papadopoulos in der Verteidigung. Büttner links, Uschida rechts für Garix drin. Uschida hat bislang einen guten Eindruck gemacht in der Vorbereitung. Garix nicht so gut in Form. Rechts natürlich Fafan, links Bastos, auf der 10 Draxler. Und auf der 6 Jermaine Jones, unser Kampfschwein. Uschida, schöner gesehen, dass Fafan in der Spitze gestartet ist. Fafan vorbei am Burak. Fafan ans Außennetz. Die erste Blümelkämpfe für Schalke. Das würde ja nochmal einige Millionen in die Kassen spüren. Würden wir uns für die Champions League qualifizieren. Sicherlich haben wir momentan genug Geld, aber ich glaube, für die Bank müssen wir uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen verstärken. So, Huntelaar ist das. Das ist Julian Draxler. Ab dieser Saison ja mit der Nummer 10 auf dem Rücken. Draxler links raus auf Michel Bastos. Draxler, muss man sich ja gewöhnen mit der Nummer 10er von Wolfswinkel. Nochmal links raus auf Michel Bastos. Bastos auf Huntelaar. Huntelaar in die Spitze auf von Wolfswinkel. Von Wolfswinkel mit der Chance und das ist 1:0 für Schalke. Erwartungsgemäß geht der Favorit hier in Führung. Huntelaar auch von Wolfswinkel der Klasse reinstartet, legt den Ball vor und haut das Ding da mit der Innenseite in den Winkel. Keine Chance für den Keeper von Žilina. Ja, wenn wir das hier schon, wenn wir uns hier schon eine sehr gute Außenposition verschaffen, können wir ja das Rückspiel Loot angehen. Lindushka ist frei durch vor Moraes und das ist der Ausgleich. Ich sag's gerade, wenn wir das hier klar bestreiten, aber von wegen Primsel, ja gut, die Nachricht habe ich jetzt nicht mehr gelesen. Da pennt auch unser neuer Keeper Arthur Moraes. Da muss er raus, unsere neue Nummer 1 im Tor. Eieieiei. Die Führung von kurzer Dauer. Žilina erzielt das so wichtige Auswärtstor. Wir müssen jetzt nochmal einen ordentlichen Pfund draufpacken. Am besten noch 2 Tore machen, um uns vernünftig rauszuarbeiten. Verfahren gegen Burak. Die Fans aber lautstark. Klar, wir sind noch nicht eingespielt. Wir hatten noch kein Pflichtspiel. Eine lange Pause. Es ist schon der 21. August und es ist noch kein einziges Pflichtspiel bestritten worden bislang. Hiernach kommt erst die erste Pokalrunde in Rostock in der DKB Arena. Entschuldigung, Ostseestadion. Ja. Und dann startet eine Woche später am 31.08. zum Transferschluss erst der erste Spieltag. Das ist echt dumm gelaufen. Wenn man bedenkt, dass in Wirklichkeit die Saison 13-14 bereits am 9. August startet. Also fast einen Monat früher. Michel Bastos auf Huntelaar, langer Ball. Fafan sucht er da. Nee, zu steil für Jefferson Fafan. Gibt nur Abstoß vom Tor von Žilina. Huntelaar holt den Ball. Spielt raus auf Bastos, genau gut gesehen. Bastos bleibt hängen, holt sich den Ball wieder. Nochmal Huntelaar. Sucht von Wolfswinkel Draxler. Draxler schießt selbst, aber zu schwach. Hodal im Tor von Žilina mit der, ja, Glanztat kann man nicht sagen, mit der sicheren Parade. Fängt den Ball da sicher ab. Rausgeschlagen auf Kluschar. Ich hätte mich vorhin mal mit den Spielernamen dieser Mannschaft vertraut machen sollen. Gelb und Grün, die Farben auch selten zu sehen. Verfahren. Ja, die Slowaken halten den Ball im Feld und verfahren mit dem Foul. Und das gibt sogar eine gelbe Karte. Oha. Ich glaube, die werden sogar mit in die Gruppenphase genommen. Die gelben Karten. Also da müssen wir auch jetzt schon aufpassen. Nicht, dass uns da nachher später in der Entscheidungsphase der Gruppenphase die Stammkräfte ausgehen. Schrenn mit dem Freistoß lang auf Virochklo. Virochklo, oh mein Gott. Van Wolfswinkel, das ist Huntelaar. Raus auf Bastos. Bastos, Entschuldigung. Michel Bastos. Wird auch hier gelegt und der Schiri sagt Ball gespielt. Semanjic gegen Büttner. Büttner, Semanjic setzt sich durch. Semanjic auf Lindushka, der Torschütze. Lindushka mit der Flanke, das ist Virochklo. Der ist wirklich Klo mit Nachnamen. Und Burak in der Innenverteidigung. Von Wolfswinkel dazwischen. Aber Lindushka kriegt den Ball. Wieder Virochklo. Verfahren und Hövedes.
Von Wurstwinkel. Langer Ball auf Huntela. Nee, den kann er nicht kriegen. Unser holländisches Sturmduo hat sich die Tore da gegenseitig aufgelegt eben, aber das war eben gar nichts. Halbzeit gleich und 1:1. Da haben wir ganz bitter gepennt, nachdem vor allem unser Keeper Arthur Moraes. Also, Premzir Linduschka macht das 1:1 nach Führung von Ricky van Wolfswinkel. Halbzeitansprache, ja. Dann lass uns mal vor Aufsehen kommen in Halbzeit 2. Das sind mal erstmal richtige Leistungen drin. Hier Huntela und van Wolfswinkel sollten wir nochmal motivieren. Genauso wie auch Michel Bastos. Und Jermaine Jones. Motivieren wir auch noch. Ah ne, wir haben noch ein bisschen was. Wir können noch was motivieren. Ja, Morales sollten wir nochmal motivieren, denn klar. So, Huntela bekommt eine Massage, genauso wie auch Alexander Büttner und Benedikt Höwedes. So. Ach, das ist die Fitness dieser. Ah, ich vergesse das immer mit der Frische. Gut, wechseln wir aus oder nicht? Das ist die Frage. Bringen wir Leon Goretzka rein? Verfahren bisher noch nicht das gewesen, was er gezeigt hat. Ich erzähle es mal und bringe unseren neuen jungen Mann rein. Leon Goretzka mit der Nummer Rücken Nummer 20. Letztes Jahr schon für 3 Millionen gekauft. Jetzt also nach Leihe zurück auf Schalke. Bastos. Komm ich den Ball nicht mehr holen. Papadopoulos, Jones. Und nochmal Bastos. Und da, das war ein Pass. Da waren wir uns nicht einig, ob er für van Wolfswinkel oder für Draxler war. Nochmal Bastos, nochmal Huntela. Huntela, wieder so ein komischer Pass, aber van Wolfswinkel setzt sich wieder nicht richtig durch. Kluschia und Jones. Huntela bleibt hängen. Draxler. Van Wolfswinkel. Wird gelegt. Huntela, Vorteil läuft. Huntela, Huntela! Den zimmert da oben rein. Klaas-Jan Huntela nutzt den Vorteil aus um Kof Burak und zirkelt das Ding genau da oben rein. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison schlägt wieder zu. Und das ist das 2:1 für uns, das wichtige 2:1. Am besten wäre natürlich noch ein Tor zu machen. Dann können wir es ganz ruhig angehen. Bastos. Schade. Kamas. Kamas mit dem Seitenwechsel auf Kluschia. Gegen Goretzka. Kluschia, langer Ball in Duschka. Papadopoulos davor. Von Wolfswinkel weit in der eigenen Hälfte zu finden. Hinter Draxler noch. Draxler sieht Huntela. Huntela nochmal auf von Wolfswinkel. Wird gelegt wieder. Und diesmal gibt es keinen Vorteil. Diesmal gibt es die gelbe Karte für Zielina. Für die Slowaken. In Form von. Na, kommt der Name. Das dauert immer eine Ewigkeit. Gut, der wird nicht angewendet. Ah, klare gelbe Karte natürlich. Er trifft da wieder. Da kann man vielleicht sogar über Rot nachdenken. Dann geht er nur von hinten in die Beine. Trifft auf jeden Fall nicht den Ball. Aber okay, Jones auf Draxler, kurz gespielt, Draxler nascht Dritschig aus, von Wolfswinkel wird nochmal gelegt. Jetzt ist nochmal eine gute Position, es gibt die nächste gelbe Karte, klar. Wolfswinkel das dritte Mal gelegt, das zweite Mal gibt es gelb, immerhin, beim ersten Mal gab es Vorteil. Gucken wir nochmal rauf, wieder von, naja, vielleicht diesmal trifft er minimal den Ball, aber auch von hinten in die Beine, kann man nicht machen. Das ist jetzt Michel Bastos, mehr ist mit Gewalt versuchen wird, Bastos, klasse geil von Hodal, Büttner, kommt mir an den Kopfball, Kamas gegen Huntela, Kamas klärt. Das ist Linduschka gegen Papadopoulos. Sehr gut vom Griechen. Und Draxler. Das ist Huntela wieder. Bleibt am Ball. Van Wolfswinkel. Ah, wird wieder gestoppt. Goretzka. Hat ihm ran gerochen. Goretzka. Van Wolfswinkel. Wolfswinkel auf Huntela. Huntela gegen Bettmar. Huntela mit Kunst. Huntela. Wartet noch. Ja, da muss ein Abschluss kommen. Klaas-Jan. So, wir bereiten den nächsten Wechsel vor. Fragt sich noch, wen wir bringen werden. Roman Neustädter werden wir bringen für Jermaine Jones. Das heißt schon Kräfte schon. Fürs Spiel gegen Hansa Rostock. Das ist nämlich enorm wichtig in der ersten Pokalrunde. Gegen den Drittligisten. Papadopoulos, Büttner. Und Huntela. Von Wolfswinkel raus auf Goretzka. Leon Goretzka. Stark von Goretzka für Übersteiger. Goretzka flankt hinein. Huntela, Latte. Von Wolfswinkel setzt nach, aber nicht im Tor. Gibt nur Abstoß. Da hat sich Huntela verschätzt. Kommt mit der Faust dran. Huntela köpft den Ball dann an die Latte. Das war schon eine gute Möglichkeit wieder. Klasse gemacht von Leon Goretzka über rechts. Da macht er ein Verfahren trotzdem enorm viel Konkurrenz. Langer Abschlag. Bastos. Huntela. Wieder Draxler. Links raus auf Michel Bastos. Geht vor allem über links hier bei uns. In diesem Spiel heute. Kein Ball von Neustädter. Draxler. Huntela. Schalke klar, das spielbestimmte Team. Kostik legt Huntela, gibt sogar noch Freischuss vor uns und wir wechseln das dritte Mal aus. Goretzka schon müde, meine Güte.
Wir werden Philipp Hofmann reinbringen für Klaas-Jan Huntelaar. Halt! Für Klaas-Jan Huntelaar werden wir Philipp Hofmann in die Partie bringen. Letzte Saison an Paderborn ausgeliehen. Ich überlege immer noch, den nochmal ein Jahr in die zweite Liga zu verleihen. Und dass er der nächste Saison ganz stark zu uns kommt. Und dass wir uns für diese Saison noch einen Ersatzstürmer holen. Denn da brauchen wir nämlich Top-Qualität, wenn wir uns für die Champions League qualifizieren wollen. Freistoß wieder Michel Bastos. Probiert das wieder mit Gewalt oder flankt den rein? Nee, Bastos versucht mit Gewalt und wieder Hodul. Klasse pariert. Zwei starke Freistöße von Bastos und zweimal stark der Keeper von Celina. Eckball Michel Bastos. Die Slowaken wechseln nochmal. Minacek kommt rein für Virochko. Doch, Virochko, nicht Klo. Bastos mit der Danke. Hofmann kriegt den Ball an die Hand. Schauen wir nochmal nach. Weiß nicht, was er da irgendwo gesehen hat, aber okay. Was auch, wir führen weiter in 2-1, aber das ist noch lange kein gutes Ergebnis. Ein 1-0 würde Celina rausreichen. Obwohl ich mir sicher bin, dass wir auch unser Tor dort machen werden. Hofmann, wieder gelegt. Jetzt werden sie aber sehr aggressiv, die Slowaken. Kamas mit dem Foul. Freistoß, Papadopoulos. Der geht in die Mitte auf Draxler, genau. Unser Spielmacher, das ist von Wolfswinkel. Ah, wollte Hofmann suchen. So. Minschig für Neustädter. Oh, Tschren kommt dazwischen. Tschren mit dem langen Ball auf Linduschka. Keine Chance hat er da gegen Papadopoulos. Und Draxler. Kontermöglichkeit Schalke. Hofmann. Links raus wieder auf Michel Bastos. Bastos setzt sich gut durch. Hofmann. Schade. Linduschka gegen Papadopoulos. Diesmal haben sie durchsetzen. Kamas. Sieht Linduschka und Papadopoulos wieder ganz stark dazwischen. Jetzt Hofmann. Ist ja scheiße gelaufen. Minarczyk. Kamas. Gegen Büttner. Büttner sauber eigentlich. Gibt nochmal Freistoß für die Slowaken. Oh, oh, das wird nochmal gespannt. 89. Minute. Freistoß für die Slowaken. Aber geht vorbei an Freund und Feind. Uschida stark. Von Wolfswinkel. Kann sich da nicht durchsetzen. Schade. Minacik links raus auf Klusia. Aber der kommt nicht an. Aber von Wolfswinkel gefällt mir noch nicht ganz so. Hat zwar das 1-0 gemacht, aber... Goretzka, Uschida, na Schluss, 2-1, setzen wir uns im Hinspiel in den Playoffs der Champions League gegen Celina durch. Lief noch nicht ganz alles rund, aber klar, wir haben, ja, wir müssen noch ein bisschen Feinjustierung betreiben. Was das jetzt soll, weiß ich nicht, wir sind noch lange nicht qualifiziert. Deswegen überspringen wir das auch mal und sehen uns gleich wieder zur Nachbetrachtung. So Leute, da sind wir also, 2-1 Sieg zu Hause gegen Celina in den Champions League Playoffs. Wie und warum auch immer wir da drin sind, habe ich schon erläutert vorhin. Ja, von Wolfswinkel und Huntelaar, die beiden schlagen zu. Von Wolfswinkel hat mir noch nicht wirklich gut gefallen, hat auch deswegen auch nur eine 4, genau so. Das Spiel ist ja leistend wieder moralisch. Ja, sah beim Gegentor auch nicht sehr gut aus, musste früher rauskommen eigentlich. Hat aber jetzt schon Übermarkt, also wir haben jetzt, hat er schon mehr Marktwert, als wir bezahlt haben für ihn, das ist gut. Der Marktwert hat sich also schon gesteigert bei ihm. Philipp Hofmann hat auch sich bemüht. Wie gesagt, ich hoffe ja, also ich überlege, den nochmal zu verleihen, ja. Mal schauen, was geht. Uschida, bester Mann gewesen. Man macht da nochmal ordentlich Konkurrenz für Görgi Garix. Waren also fast 60.000 Zuschauer sogar da. Ergebnisse, ja gut, da kennen wir nicht viele. Man City auch bloß in der Quali. Bilbao, gucken wir, was wir das haben. Besiktas gegen Neapel. Sporting gegen Anderlecht. Celtic gegen Kopenhagen. Basel gegen Donetsk. Rapo Salzburg gegen Mostar. Nicosia gegen Lille. Und St. Petersburg gegen Sturm Graz. Interessant. 5-2 gewinnt St. Petersburg. Schauen wir mal auf die Stimmen. Was sagt Clemens Tönnies? Was mir nicht gefallen hat, war, dass wir nicht ballsicher waren. Wir haben da zu viele Fehler gemacht. Wenn man führt, muss man den Ball auch mal einfach mal halt laufen lassen. Ja, genau, das war nämlich der Fehler. Gleich nach dem Führungstreffer ging es ja in die andere Richtung. So, jetzt geht es also gegen Hansa Rostock. Gegen die Drittligamannschaft. Die fast aufgestiegen wären. A-Junioren gewinnen gegen Leverkusen 3-1. Sehr schön. So, Scouting abgeschlossen. Sponsor ist zufrieden. Ja, Scouting abgeschlossen für Hansa Rostock. Genau das werden wir uns ja auch gleich ansehen. Spannende Angelegenheit ist also gegen Hansa Rostock. Aber erstmal ist die Frage, was wird aus Philipp Hofmann? Was wird aus Renato? Gut, Renato Russo haben wir gerade geholt, der 15 Millionen, klar. Ich würde sagen, Philipp Hofmann verleihen wir nochmal. Ist natürlich die große Frage. Kolasinac. Also, auf jeden Fall wird Garik spielen für Uschida und Kolasinac. Lass ich für Büttner ran gegen Hansa. Heute mal. Büttner kommt aber auf jeden Fall in den Kader. Kirchhoff auch. Darf auch ran diesmal. Gegen. Für, meine ich. Ja, eigentlich scheißegal. Ich würde sagen, wir gönnen Papadopoulos mal eine Pause. Kirchhoff dafür drin. Neustädter genauso wie für Jones.
Augusto klar in den Kader. Für wen kommt er in den Kader? Das ist die große Frage. Für Jermaine Jones. Und Philipp Hofmann wird noch nicht spielen. Nee, nee. Jones und Büttner also nicht im Kader heute. Gegen Hansa Rostock. Na, heute ist gut, aber das wird unsere Aufstellung sein. News Center. Naja, gut, da haben wir nichts Neues, klar. Ich depp. So, Transfermarkt, gibt es da noch was Interessantes zu holen? Vielleicht mal schauen. Roman Weinfeller, Rafinha, Kiel, Rolfes, Hegeler, Petersen, Schieber, Peckhardt. Nee. S-Fein vielleicht, was Interessantes, aber brauchen wir auch nicht unbedingt. Ich glaube, Pizarro wäre da immer noch. Ich würde sagen, wir laden ihn nochmal zum Probetraining ein. Mal sehen. Also mich, also ich mag den Typen ja. Also ich finde ihn ja einfach grandios, Claudio Pizarro. Und der erfahrener Stürmer als Backup würde ja eigentlich auch gut tun. Bin mal gespannt, was das wird. So, wir schauen uns das News Center rein. Ne, das ist natürlich nichts. Es geht weiter. Gegen Hansa Rostock wird es jetzt also gehen. So, die Aufgaben werden wir gleich noch verteilen. Nochmal vernünftig verteilen. Bastos hat mir gefallen mit seinen Freistößen da vorhin. Also in Rostock. 709 Mannschaftsstärke haben sie immerhin. Stärker als Lina einzuschätzen, muss man da ehrlich sagen. RB Leipzig zu Hause gegen den FC Bayern München im Zentralstadion oder besser gesagt in der Red Bull Arena. Wir gegen Rostock und BVB in Offenbach. Gut, die Aufstellung haben wir schon gemacht. News Center, Saisonvorschau ist schon verfügbar, die gucken wir uns das nächste Mal an. Höchster Formgewinn, Andreas Hanschen, ja, der ist natürlich auch stark geworden. Gut, dann gucken wir uns mal fix die Hansa-Mannschaft an. Will mal wissen, wer da jetzt noch spielt. Von den Leuten. Kevin Müller ist weiter im Tor. Ronny Marcos, linke Verteidiger Holzer ist da. Patrick Wolf spielt sogar noch. Christian Weber haben sie sich geholt. Leo Haas, Tom Weiland, Eddie Jordanov, Mo Latey, Johan Platen. Jetzt Quaschner. Jetzt Quaschner. Bekannt aus dem A-Junioren-Halbfinale. Gegen Bayern. Deutscher Meister wird nur der FCH. Jörg Hanel, Florian Heller haben sie sich auch geholt. Alex Mendy spielt nicht. Ken Lehmanns, Julian Humbert, Luka Tankulic, wo haben sie sich den denn hergeholt? Das ist ein Deutscher. Von Wolfsburg haben sie sich den geholt, aha. André Smetana, Andreas Pfingstner, Zakis Adamian, Timo Huck, Tommy Gruppe, Noah Koschinski, ja, Victor Luis, ja, interessant, okay. Also im Grunde noch fast die gleiche Mannschaft, mit Molate sogar noch. Gut, also jetzt geht's erstmal auf gegen Hansa Rostock in den Pokal. In der nächsten Folge, Leute, haut rein.